Berechne die folgenden Stammfunktionen und Integrale. Wir beginnen mit klein a. Zuerst suchen wir eine Stammfunktion von dieser Funktion. Um die Stammfunktion herauszufinden, verwandeln wir zuerst diese Kubikwurzel von x in x hoch ein Drittel und dann verteilen wir das x auf diese Klammer. So stoßen wir auf diese Stammfunktion. Wir müssen also die Stammfunktion berechnen von x minus x hoch 4 Drittel. Stammfunktion von x, das ist x Quadrat halbe. Stammfunktion von x hoch 4 Drittel, das ist x hoch 4 Drittel plus 1 geteilt durch 4 Drittel plus 1. Diese Differenz führt also zu dieser Differenz. Und jetzt kehren wir zurück zu den Wurzeln und haben somit eine Stammfunktion dieser Funktion gefunden. Und diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren von 0 bis 1, um dieses Integral zu berechnen. Das bedeutet, zuerst drücken wir diese Stammfunktion aus mit 1, so erhalten wir eine Zahl. Dann drücken wir diese Stammfunktion aus mit 0, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Also ersetzen wir zuerst hier, da und da das x durch 1. So erhalten wir ein halbes minus 3 Siebtel mal 1 mal 1. Jetzt minus, wir ersetzen x da, da und da durch 0. Und so erhalten wir 0 minus 0, also 0. Und diese 0 ist abzuziehen von dieser Zahl. Ist gemacht. Wir haben also hier ein halbes minus 3 Siebtel. Diese zwei Brüche machen wir gleichnamig und finden so als gefragtes Integral ein Vierzehntel. Kommen wir zu klein b. Die Funktion, deren Stammfunktion wir suchen, erinnert sehr stark an Ableitung von Arcosinus. Aber dazu bräuchten wir hier vorne an der Stelle von der 4 eine 1. Wir haben diese 1 nicht. Hätten Sie aber gerne, dann führen wir die 1 ein, aber mathematisch korrekt. Und das machen wir so, wir werden diesen Bruch unten und oben mit ein halbes multiplizieren, so haben wir nichts geändert, und dieses ein halbes setzen wir jetzt unter die Quadratwurzel, wo der Bruch zu ein Viertel wird. Und dieses ein Viertel wird dann auf diese Differenz verteilt. So stoßen wir auf diese Stammfunktion. Jetzt haben wir die 1 da vorne, aber hier haben wir nicht mehr einfach die Variable x, sondern x halbe. Wir hätten aber hier gerne nur die Variable. Dann stellen wir u gleich x halbe. Wenn u x halbe ist, dann muss du ein halbes dx sein. Und so sehen wir, dass dieser Faktor ein halbes, den wir eben eingeführt haben, uns eigentlich recht ist, denn ein halbes dx im Paket genommen ergibt du. Und unsere Stammfunktion wird dann zu dieser da. Wir haben alles vorbereitet, um hier deutlich zu erkennen, diese Stammfunktion, das ist Arcosinus von u. Und wenn man die Stammfunktion in u gefunden hat, dann ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Die gefragte Stammfunktion ist also Arcosinus von x halbe. In klein c wird dieses Integral gefragt. Zuerst berechnen wir diese Stammfunktion. Wir haben hier das Produkt von zwei Funktionen. Wir werden das partiell machen. Das heißt, wir schreiben eine der beiden Funktionen als Ableitung. Da eignet es sich, Sinus von 2x als Ableitung zu schreiben. Der Sinus von 2x, das ist die Ableitung von minus cos 2x halbe. Jetzt haben wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine als Ableitung ausgedrückt wird. Die partielle Formel besagt, man schreibe dieses Produkt aber ohne Prim, also so, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere wirkt. X Prim, das macht 1. So bleibt also nur noch die Stammfunktion von diesem Bruch zu berechnen. Die Konstante minus 1 halbes
kann als multiplikative Konstante aus dieser Stammfunktion raus. Dann bleibt nur noch die Stammfunktion von cos 2x zu berechnen und diese Stammfunktion, das ist sin 2x, halbe. Diese Stammfunktion führt also zur Summe dieser zwei Brüche und wenn wir sie gleichnamig machen, erhalten wir diesen Bruch. Diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren von minus pi halbe bis pi halbe. Das bedeutet, wir drücken diese Stammfunktion zuerst aus mit pi halbe. Das heißt, wir ersetzen x da, da und da durch pi halbe. So erhalten wir eine Zahl. Danach ersetzen wir x da, da und da durch minus pi halbe. So erhalten wir eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Dann machen wir das. Sinus von 2 mal pi halbe. 2 mal pi halbe, das macht pi. Und der Sinus von pi, das ist 0. Und dann minus 2 mal pi halbe, steht da, mal Cosinus von 2 mal pi halbe. 2 mal pi halbe, das macht pi. Und der Cosinus von pi ist minus 1. So erhalten wir also diesen Bruch, indem wir überall x durch pi halbe ersetzen. Jetzt ersetzen wir überall x durch minus pi halbe. Das ergibt dann Sinus von 2 mal minus pi halbe. Also Sinus von minus pi, das heißt 0. Minus 2 mal minus pi halbe steht da. Mal Cosinus von 2 mal minus pi halbe. 2 mal minus pi halbe, das macht minus pi. Und der Cosinus von minus pi, das macht minus 1. Diese Rechnung führt also sofort zu pi Viertel plus pi Viertel, das heißt pi halbe. Wir können klein d ähnlich lösen wie klein c. Wir suchen zuerst eine Stammfunktion von diesem Produkt. Auch das machen wir partial, indem wir Cosinus von 4x als Ableitung ausdrücken. Cosinus von 4x, das ist die Ableitung von Sinus 4x, geht da durch 4. Jetzt haben wir das Produkt von zwei Funktionen, von denen eine als Ableitung ausgedrückt ist. Die entsprechende Formel besagt, man schreibe dieses Produkt aber ohne das Prim, ist gemacht, und zielt davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal dieses Prim auf die andere wirkt. Und x Prim, das macht 1. Somit bleibt hier die Stammfunktion von Sinus 4x geteilt durch 4dx zu berechnen. Diese multiplikative Konstante 1 Viertel darf aus dieser Stammfunktion raus. So bleibt noch zu berechnen Stammfunktion von Sin 4x dx. Und das ist minus cos 4x geteilt durch 4. Diese Stammfunktion führt also zu dieser Differenz der zwei Brüche. Brüche, die wir gleichnamig machen und somit erhalten wir als Stammfunktion diesen Bruch. Diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren von minus pi halbe bis pi halbe. Also so. Wenn wir x da, da und da durch pi halbe ersetzen, dann finden wir 0 plus 1 Sechzehntel. Und wenn wir x da, da und da durch minus pi halbe ersetzen, dann finden wir auch 0 plus 1 Sechzehntel. Und 1 Sechzehntel minus 1 Sechzehntel, das macht 0. Also dieses Integral ist gleich 0. Das hätte man eigentlich vorhersehen können, denn wir integrieren eine ungerade Funktion von minus pi halbe bis pi halbe. Dann muss dieses Integral 0 sein.